Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch mal wieder ein XXL DM Haul, denn ich habe eingekauft und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Ich habe alles hier schon vor mir liegen. Ich nehme immer diese wiederverwendbaren Beutelchen, die finde ich total schön, gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe die auch schon gewaschen, funktioniert einwandfrei. Und ich zeige euch jetzt ganz in Ruhe, was ich geshoppt habe. Ich habe ein paar richtig coole Neuheiten dabei. Neues Make-up, neues Trockenshampoo, Sonnenschutz, was Neues von Catrice von der LA. Ich habe auch schon ganz viel ausprobiert direkt und mir aufgetragen. Ich schildere euch meinen ersten Eindruck. Ich zeige euch, wie ich das aufgetragen habe. Blende euch die Preise ein, das volle Programm. Und ihr könnt wie immer auch eine Kleinigkeit gewinnen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Und übrigens, ihr Lieben, ich verlose in diesem Video eine super schöne Glossy Box, und zwar die Muttertagsbox. Die dürfte jetzt schon ausverkauft sein, wo das Video online geht. Die hat 9 Produkte im Wert von 160 Euro. Ich habe dazu ein volles Video gedreht, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist. Schaut euch das gerne an. Ansonsten könnt ihr auch einfach so gerne teilnehmen. Einfach einen netten Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag Verlosung oder was ihr euch wünscht, was ich euch demnächst mal vorstelle. Einfach nett kommentieren, dann seid ihr direkt dabei im Lostopf. Und wenn euch generell solche Videos gefallen, Unboxings, Reviews, ihr wisst, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch ein Däumchen nach oben da lasst. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Produkt an, was mich mega interessiert hat. Ich denke, es ist neu. Also es stand ein Aufsteller mit diesen Produkten im DM. Den gibt es nicht in der normalen Theke, habe ich es nicht gefunden. Und zwar ist die Rede von diesem straffenden Make-up-Balm von L'Oreal. Und wenn ich straffend höre und Balm, dann denke ich, alles klar, ich bin am Start. Allerdings gibt es dieses Produkt nur in 3 Farben. In ganz hell, mittel und das ist eigentlich Medium hier 03, aber es gibt halt 01, 02 und 03. Diese Farbe ist ehrlich gesagt natürlich ein bisschen dunkel, könnt ihr euch vorstellen. Aber ich habe mir dann gedacht, für den Fall, dass mir die Deckkraft ein bisschen zu leicht ist, wovon ich ausgegangen bin, könnte ich diese Farbe an meine Mama weitergeben. Denn das wäre so ein Produkt, wo ich mir schon gedacht habe, das könnte ihr gefallen. Wenn es so langfristig ein bisschen straffend ist für die Haut, wenn es nicht so eine krasse Deckkraft hat und wenn man es einfach auftragen kann. Und was soll ich sagen? Ich glaube, ich behalte es für mich selber, beziehungsweise kaufe es mir in einem helleren Ton. Denn ich habe es gerade drauf. Und so einfach habe ich mein Make-up noch nie machen können. Das ist nicht wirklich eine Full Coverage Foundation. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Produkt, was einfach euren Hautton ausgleicht. Für mich ist es zu dunkel, das sieht man, ne? Ich habe mir aber beholfen mit einem Trick. Das erzähle ich euch gleich. Aber wenn ihr ein bisschen dunkler seid, könnte das natürlich perfekt für euch passen. Ich werde es jetzt auch einfach noch mal kurz für euch so swatchen. Ich hatte es im Laden auch auf dem Handrücken geswatcht und war direkt begeistert. Einfach von der Konsistenz und wie es ausschaut. Hier wirkt es jetzt orangig, muss ich sagen. Wenn ihr es dann aber verblendet, seht ihr direkt, da ist nicht sehr viel Deckkraft da. Es gleicht aus, es passt sich aber auch dadurch ganz gut an und es ist nicht ganz so schlimm, wenn man es ein bisschen dunkler oder heller hat. Und deswegen ist auch nicht ganz so dramatisch, dass es nicht so viele Farben gibt. Aber ich bräuchte eigentlich so ein Mittelding aus dem Ton Nummer 2 und Nummer 3, weil der ist sehr warm und der mittlere Ton, der ist so ein bisschen rötlich, so ein bisschen in die rosane Richtung und das mag ich eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich mich für den entschieden, eben auch im Hinblick darauf, ich kann es an meine Mama weitergeben, für die passt der Hautton perfekt. Aber jetzt komme ich mal zu dem Auftrag, denn ich habe das ja heute drauf, ne? Dazu diesen kleinen Pinsel von Elf genommen, der passt da wunderbar rein. Ihr könnt das so einfach auftragen, ihr bekommt einen ultimativen Glow und der geht auch nicht weg. Die Deckkraft ist minimal, also wenn ihr jetzt Pickelchen abdecken wollt, müsst ihr nochmal mit Concealer ran. Aber wenn ihr es einfach nur zum Hautton ausgleichen nehmen wollt, für einen Glow im Sommer nicht viel, sage ich mal, Foundation auftragen wollt, dass man nicht so ein Heavy-Gefühl hat, ist das ein absolut geniales Produkt. Hier steht auch hinten drauf, es verfeinert, es gleicht aus, es glättet und strafft die Haut mit der Zeit. Also wirklich toll, toll, toll. Wirklich gerade fürs Alltag, denke ich, super geeignet. Also die gefällt mir um Längen besser als die neue Foundation von Wayne Goss. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich hier einfach eine Strahlkraft habe. Ich habe nicht ganz so viel Deckkraft. Aber das gesamte Finish
gefällt mir viel besser. Es liegt nicht irgendwie in den Poren drin. Ich habe auch bewusst keinen Primer verwendet. Ich finde, ich habe eine absolute Strahlkraft im Gesicht und es gefällt mir mega mäßig gut. Also das war wirklich ein toller Fund und ich bin sehr froh, dass ich das mitgenommen habe. Und ich werde es mir auch noch heller holen, um einfach zu gucken, wie das hellere ausschaut. Aber da es jetzt eh Sommer wird, ich glaube, ich kann das auch tragen. Und um das hier auszugleichen, weil mein Hals ist in der Einblendung etwas heller und genauso auch mein Dekolleté und meine Arme, habe ich was richtig Tolles ausprobiert, denn dieses Produkt nutze ich ansonsten fürs Gesicht. Und jetzt habe ich gedacht, ich teste es einfach mal für den Körper. Und zwar ist nämlich die Rede von dem Selbstbräuner Booster von Beauty Mates. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Ich kam auch nicht dran vorbei. Ich musste es auch unbedingt testen. Und deswegen ist dieser Part des Videos auch in Kooperation mit Beauty Mates entstanden. Ich sage vielen Dank. Wir haben jetzt auch eine etwas langfristigere Kooperation geplant, weil mir die Produkte einfach sehr gut gefallen und ich sie auch sehr schön integrieren kann. Und immer wenn die einen coolen Rabattcode haben, werde ich euch jetzt ab und zu auch mal darüber informieren. Aktuell könnt ihr 30% sparen, egal auf welches Set, egal auf welche Creme, mit dem Code FRANKA30. Und was ich jetzt hier neu habe, ist die Feuchtigkeitscreme für normale Haut und diesen Booster. Und ich muss auch sagen, ich hatte vorher die Creme mit dem lilanen Deckel. Die ist für trockene Haut, die ist mir aktuell einfach zu reichhaltig. Die ist von der Konsistenz wirklich genial. Ich glaube, die haben sie auch echt nochmal optimiert, weil ich hatte die bereits auch schon mal vor anderthalb Jahren getestet. Da fand ich die gut, aber irgendwie finde ich die jetzt besser. Die hat mehr den Eindruck, als ob es so eine ja, ganz cremige, geschlagene Konsistenz ist. Zieht super schnell ein. Die andere Creme ist nicht ganz so schnell eingezogen. Bei der geht das sehr, sehr gut. Die ist duftneutral. Die riecht einfach nur ein ganz kleines bisschen frisch, aber da sind keine Parfumstoffe oder sowas drin. Das ist wirklich sehr schön. Feuchtigkeitspflege. Und ihr könnt diese Booster, die Beauty Mates hat, generell mit allen Cremes kombinieren. Also entweder mit so einer einfachen Basispflege mit Hyaluronsäure von Beauty Mates selbst oder natürlich auch mit einer Pflege vom DM. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich nehme ja ansonsten auch immer dieses Augenlifting-Serum und das nehme ich zum Beispiel in Verbindung mit dem Revitalift-Filler von L'Oreal. Das ist meine Standard-Go-To-Kombination, die ich jeden Tag verwende, die richtig geil ist. Und die Creme kostet auch 20 Euro und deswegen habe ich gedacht, passt das auch von der vom Preissegment in diesen Haul rein, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Also ich liebe das Augenlifting und eben auch diese Selbstbräuner-Drops. Und diese Selbstbräuner-Drops, die macht ihr wie folgt. Ihr nehmt einfach 1 bis 3 Tropfen, mischt das mit eurer Pflege richtig schön in der Hand und tragt es euch dann aufs Gesicht auf. Und das Ergebnis ist eigentlich sofort sichtbar. Also da steht zwar 2 bis 3 Stunden, aber ich finde, man sieht direkt frischer aus. Also ihr könnt das wirklich auch morgens nehmen zum Fertigmachen und vor allen Dingen auch, wenn ihr danach nur so ein leichtes Produkt auftragt, seht ihr nicht so den Übergang zum Hals, zum Dekolleté und ihr könnt es euch halt auch in die Bodylotion mit einmischen. Das geht halt auch und das habe ich jetzt ausprobiert. Ich habe auch bewusst mal nur einen Arm eingecremt, damit ihr wirklich den Unterschied sehen könnt. Und da könnt ihr eure Pflege nehmen, die ihr habt. Ihr braucht da nichts Neues nehmen. Ich habe eine Pflege von Dove genommen. Die war letztens auch in der Beautybox drin, ich glaube in der Glossybox. Und die ist auch ganz, ganz schön und super leicht. Und damit funktioniert das einfach absolut genial. Ich werde nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen. Aber ihr seht, jetzt ist der Unterschied gar nicht so krass sichtbar. Am Anfang sah ich schon bedeutend heller aus. Und jetzt, finde ich, kann man nicht meckern. Also ich könnte das Teil wahrscheinlich weiterverwenden, wenn ich einfach so diesen Selbstbräuner nehme. Und ich bin ja gar kein Selbstbräuner-Fan von normalen Selbstbräunungsartikeln. Habt ihr auch noch nie auf meinem Kanal gesehen, weil ich es hasse, wie die Pest eigentlich, weil es mir zu sehr stinkt. Die Haut stinkt danach irgendwie, das mag ich überhaupt nicht. Und das ist hiermit halt nicht der Fall. Ihr könnt das im Gesicht verwenden oder im Körper und ihr riecht nicht nach Selbstbräuner, weil ich mag das einfach nicht. Das ist ganz schlimm und vor allen Dingen, wenn das Ergebnis so extrem ist, dann kann man es gar nicht abschätzen. Oh Gott, sehe ich vielleicht aus wie eine Karotte? Ist es mir zu dunkel oder streifig oder so? Das ist halt nur ganz dezent. Also so, dass man es einfach auch ohne ein Peeling vorher zu machen verwenden kann. Und bei normalem Selbstbräuner geht das ja gar nicht. Es wird streifig. Das ist hier alles nicht passiert. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Produkten. Ihr könnt die mit all euren Cremes kombinieren, wenn ihr das mögt. Natürlich am besten eine Basispflege nehmen und nicht noch eine Pflege, die irgendwie viele Actives drin hat, denn das sind wirklich
wirksame Booster, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Es gibt welche mit Peptiden, mit Retinol. Dieser Augenlifting-Booster, der hat zum Beispiel Koffein drin, Niacinamid drin und ich finde den richtig genial. Ich nehme den, wie gesagt, mit dieser Pflege, roller mir den noch mit einem Rosenquarzroller ein und finde es einfach traumhaft. Und wenn ihr Interesse habt an den Produkten, ich verlinke die euch unten in der Infobox. Mit dem Code FRANKA30 könnt ihr 30% sparen auf die Sets. Und dann zahlt ihr zum Beispiel für so ein Set aus Creme und Selbstbräuner-Drops anstatt 55,10 €, was auch schon rabattiert ist im Setpreis, nur 42,52 €. Also wirklich nochmal ein super cooler Rabatt. Und dann finde ich, ist das auch völlig in Ordnung. Also wenn ich einen Rabattcode habe, werde ich euch das ab und zu mal sagen, weil die Sachen sind wirklich toll. Und mit Rabatt lohnt sich es natürlich noch ein bisschen mehr. Also ihr Lieben, checkt gerne die Infobox aus. Und ansonsten machen wir jetzt weiter, was ich im DM geshoppt habe. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar für die Lippen. Ihr seht schon, langsam löst sich mein Gloss so ein bisschen. Ich hatte nämlich den Gloss von Catrice drauf aus der Caviar Gauche Linie. Den muss ich ehrlich gestehen, finde ich okay. Würde ich mir aber, glaube ich, kein zweites Mal kaufen. Das ist sowieso eine Limited Edition. Der hat solche Partikel drin, damit das so ein bisschen glänzt. Allerdings sieht man die. Das ist wie so Chunks auf den Lippen. Also da finde ich so schimmernde Pigmente ein bisschen schöner. Das ist mir ein bisschen... ja, weiß ich nicht. Ist nicht so ganz meine Richtung. Ich trage mir jetzt noch mal ein bisschen was auf. Es sieht so erstmal schön aus, aber hier, seht ihr das? Da sind so kleine Pigmente drin, wo ich sage, das ist nicht so ganz meins. Was ich ein bisschen cooler fand, ist dieser blaue Volumizing Extreme Lip Booster. Das ist ein richtig geiles Teil. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Der riecht total angenehm. Ich habe auch gehört, dass ein paar Produkte davon richtig schlecht riechen und ganz grausig sind. Aber das riecht richtig gut. Und ja, oh, ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas Fruchtiges, aber mega genial. Und ich glaube, ach komm, ich mache mir den jetzt ab und mache den mal drauf, damit ihr das sehen könnt. Der macht die Zähne weißer. Ihr bekommt wirklich so einen Plumping-Effekt. Hier soll auch ein Plumping-Effekt sein, aber den kriege ich irgendwie nicht so richtig mit. Es sieht sehr frisch aus und passt so mit dem Make-up, aber der gefällt mir besser. Ich zeige euch das mal. Und ansonsten hatte ich als Lip Liner übrigens hier von Maybelline den Color Sensational in Dusty Rose drauf. Trage ich mir jetzt nochmal ein bisschen nach. So, ist jetzt nicht ganz so perfekt, aber ist ja wurscht. Ich zeige euch den mal. Alleine, dass der auch so diesen leichten bläulichen Touch hat, ich liebe das. Es ist auch sofort so prickelnd. Finde ich total geil, muss ich sagen. Den werde ich auf jeden Fall weiternehmen und der passt auch sehr gut jetzt mit meinem Augen-Make-up. Und apropos Augen-Make-up, das habe ich natürlich auch neu. Musste ich sofort ausprobieren. Ich war letztens schon total geflasht von dieser Hint of Mint Palette von Catrice, dass ich jetzt auch die Lavender Breeze Palette gekauft habe. Kostet 10 € und ihr habt wunderbare Lavendel-Rosa-Töne drin. Könnt damit einen kompletten Look schminken. Ich habe das drauf jetzt auch schon ziemlich lange. Ich habe mir diesen Waterproof Eyeshadow Primer drunter gegeben, auch von Catrice, den habe ich auch neu gekauft. Ich blende euch mal ein, wie ich das aufgetragen habe, also das hält extrem lange dadurch. Ich glaube, dieses Produkt ist wirklich empfehlenswert. Ich werde das noch ein paar Tage testen, aber jetzt auf den ersten Eindruck muss ich sagen, hält es, was es verspricht, weil es ist auch relativ warm hier und mein Lidschatten creased nicht. Es sieht alles smooth aus und dadurch halten wahrscheinlich auch so etwas günstigere Lidschatten etwas länger, was mich natürlich sehr, sehr freut, ne? So, und dann habe ich einfach gedacht, ich probiere diese Palette aus und das blende ich euch mal kurz im Schnelldurchgang ein, wie ich das gemacht habe. Am Anfang benutze ich meistens eine helle Farbe, hier in dem Fall ist es Delicate, um den Lidschattenprimer zu setten. Dann bin ich mit einer etwas dunkleren Crease-Farbe reingegangen. In dem Fall habe ich die Farbe Dreamer verwendet. Das ist so ein ganz schönes, ja, Altrosa, würde ich sagen. Ich finde, das kommt auch sehr gut auf meinem Auge rüber. Dann habe ich in den Innenwinkel die Farbe Peach gegeben. Die ist allerdings nicht Peach, sondern eher rosa. Und dann habe ich direkt meine Augen umrandet mit der dunkelsten Farbe. Die nennt sich einfach Deep. Das passt auch sehr gut. Ich habe dieses Mal deswegen auch keinen Kajal verwendet, sondern wirklich nur die Lidschatten und hinterher einen Eyeliner, ne? Dann habe ich noch ein bisschen meine Lidfalte verdunkelt mit der Farbe Gorgeous. Letztendlich ist das, was hier im äußeren Augenwinkel ist, einfach nur eine Kombination aus diesen beiden. Dadurch kriegt man so ein kleines bisschen tiefer
Tiefe rein. Und dann habe ich mir aufs Lid drauf die Farbe Lilac gegeben. Und auch die kommt super geil raus und hält und sieht wirklich traumhaft schön aus. Mein Mann meinte direkt, ach, das sieht aus wie, wo wir uns kennengelernt haben. Da hattest du immer sowas in der Art drauf. Da habe ich gesagt, ach ja, vielen Dank. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wenn ihn das daran erinnert, freue ich mich natürlich umso mehr, weil ich habe es schon immer geliebt, Lila zu tragen. Deswegen kam ich an der Palette auch gar nicht vorbei. Und für 10 Euro macht ihr hier nichts falsch. Das Schöne ist nämlich, die Farben sind gut pigmentiert, aber nicht so krass, dass ihr Probleme habt, das Ganze auszublenden. Auch wenn ihr mit so einer dunkleren Farbe etwas Dollar reingeht oder aufs Auge auftragt, ja, könnt ihr das noch ein bisschen wegblenden. Wenn das so hyper krass pigmentiert ist, dann wird es schwierig und dann muss man sich viel mehr Zeit nehmen für das Augen-Make-up, finde ich persönlich, wenn Sachen stark pigmentiert sind, als wenn es so ein bisschen einfacher zu verblenden ist und nicht ganz so viel Pigment ist, wo man so aufpassen muss. Weil ich gehe schon gerne mal rein und dann trage ich mir das auf. Und in dem Fall hat es trotzdem nicht lange gedauert. Ich sag mal vielleicht 5 bis 10 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber so in dem Dreh brauche ich immer. Ich nehme mir auch gerne bewusst ein bisschen Zeit. Ich muss auch hier immer ein bisschen aufpassen mit dem Verblenden. Es hat aber alles sehr, sehr gut funktioniert und es sieht alles sehr, sehr smooth aus. Also gefallen hat es mir sehr gut und deswegen kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen und auch die andere, ich zeige die euch gerade nochmal, ich nutze die halt die ganze Zeit, also ganz häufig im Alltag, diese Hint of Mint und das sind auch tolle Paletten zum Verreisen, man hat alles dabei, es ist sehr schlank und schmal, nimmt nicht viel Platz auch im Koffer weg und für mich ist es so, als ich den Look jetzt heute so gesehen habe, dachte ich direkt an Urlaub, wenn ich in Urlaub fahre, wäre das so eine Palette, die ich mitnehmen würde, wahrscheinlich auch mit diesem Produkt und dann geht es super schnell, ich kann das nachkreieren und finde es absolut genial. Und was auch noch super cool für einen Urlaub passt, das könnt ihr euch jetzt vielleicht noch besorgen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hoffe es. Habe ich im DM als letztes Produkt noch mitgenommen. Diese Palette von Caviar Gauche und Catrice sieht wunderschön aus, wie so eine Muschel hier oben drauf. Das ist eine Limited Edition. Wenn ihr die noch bekommen könnt, dann schlagt zu. Ganz ehrlich, richtig geil. Nicht nur für den Urlaub, auch für hier. Ihr müsst nur aufpassen. Ich wollte die eigentlich schon früher mal mitnehmen. Da hat die aber irgendwie nicht geschlossen. Richtig. Da ging das nicht richtig zu. Und dann dachte ich mir, so eine Palette mit Bronzer, Highlighter und Blush ist natürlich sinnvoll für einen Urlaub auch. Und wenn ich die dann nicht zukriege, ist die für mich nicht zu gebrauchen. Deswegen hatte ich sie ursprünglich mal nicht eingepackt, als die ganz neu rauskam, weil da waren irgendwie alle defekt, so gefühlt. Und jetzt war ich zufällig nochmal im DM und hatte gesehen, dass die funktioniert hat. Und dann habe ich zugeschlagen. Und was soll ich sagen? Absolut geniales Produkt. Ich habe es auch alles drauf. Den Bronzer hat man jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr gesehen. Einfach, weil ich jetzt extrem dunkel bin. Aber Blush und Highlighter ist ein Träumchen. Ich habe mir letztens eine super teure Blush-Highlighter-Palette von Pat McGrath gekauft und da hat mir der Highlighter dummerweise nicht gefallen und ich muss sagen, dieser Highlighter hier, absolut genial. Ich habe den drauf, das ist genau die Farbe, die ich liebe. Ich finde, ich habe einen super coolen Glow. Das ist nämlich nicht zu goldig und es ist auch nicht zu icy. Es ist genau in der Mitte und das haben die einfach drauf. Also Highlighter braucht man eigentlich nichts Teures kaufen. Ganz ehrlich, Catrice macht so coole Highlighter, Essence auch. Da braucht man theoretisch nichts Teureres. Ich finde, bei Bronzer merkt man einen Unterschied. Bronzer mag ich lieber High-End. Aber Highlighter und Blush ist auf jeden Fall auch im Drogeriepreissegment super zu bekommen. Ich swatch euch das einfach mal, damit ihr es sehen könnt. Auch mit dem Bronzer. Ganz buttrig. Richtig tolle Pigmentierung. Richtig, richtig cool. Ich habe beide Blush-Farben drauf. Mega, muss ich echt sagen. Und jetzt kommt der Highlighter. Finde ich auch toll, dass das so eine große Menge ist, weil der ist einfach genau so ein Ton, wirklich, wie ich es liebe. Also dieser Ton ist absolut genial. Den könnt ihr für den Innenwinkel nehmen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Vielleicht mache ich das gerade mal. Zeige ich euch, was ich meine. Und was mir jetzt gerade auch auffällt, dieser Spiegel hier drin, der ist super groß, super geeignet. Und guck mal, wenn ich mir das in den Innenwinkel packe. Ich hatte einen Lidschatten aus der Lidschattenpalette. Ich finde aber Highlighter immer noch irgendwie ein bisschen besser. Hat noch ein bisschen mehr Karacho. Und kann man auch unter die Augenbraue geben. Ich meine, da habe ich jetzt schon was. Das sieht man auch. Mir gefällt der Lidschattenlook mega. Der Lipgloss mega. Meine Haut strahlt. Also ich bin heute wirklich begeistert. Die Farbe ist ein Müh zu dunkel. Das ist mir schon klar, ne? Aber ich wollte einfach die Konsistenz testen und überleg's mir, ob ich es mir noch heller kaufe. Wahrscheinlich reicht das jetzt für den Sommer auch. So, aber um auf das Produkt nochmal zurückzukommen, es ist wirklich mega. Falls ihr es noch bekommen könnt und ihr sucht sowas, so eine Face-Palette, das ist die Farbe C01 Love Letters. Richtig cool.
Wenn es noch eine 02 gibt, wird der Highlighter wahrscheinlich eher goldig sein. Das wäre dann eh nicht meins. Insofern bin ich froh, dass ich das habe, auch wenn ich den Bronzer eher nicht so verwenden kann. Vielleicht als Lidschatten kann ich ihn noch umfunktionieren. Ne? Und dann habe ich mir zu guter Letzt auch noch ein Setting Spray draufgesprüht. Und auch das ist der Oberkracher. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mega begeistert, dass mir meine Einkäufe so gut gefallen haben. Deswegen musste ich es auch sofort mit euch teilen. Und zwar auch aus der Caviar Gouache Linie. Wenn ihr den noch bekommen könnt, ich glaube, den gibt es aktuell noch. Kostet um die 5 Euro. Dann nehmt ihn echt mit, wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Glowy Fixing Spray seid. Denn das ist wirklich ein Glow. Hydra Glow Effekt steht hier auch drauf. Und ihr seht ja auch, ich strahle so. Liegt garantiert auch da dran zusätzlich. Habe ich schon wieder fast vergessen. So sieht der erstmal aus. Wenn ihr den aber schüttelt, kommen hier wie so Perlmutt-Pigmente. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein Backup davon. Und der Sprühnebel, der ist so fein. Ich liebe generell diese Setting Sprays von Catrice, haben mir schon immer sehr viele gut gefallen. Und das sind auch so die einzigen, die ich meistens auch schon richtig leer gemacht habe. Also kann ich euch sehr weiterempfehlen. Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Probiert's aus. Riecht gut. Ihr habt einen Glow hinterher. Das Make-up hält auch. Also ich trage es jetzt natürlich nicht 8 Stunden, sondern vielleicht so 4 Stunden. Aber ich kann mich nicht beklagen. Dann machen wir mit Sachen weiter, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und zwar habe ich mir jetzt mal von Sundance einen Lichtschutzfaktor 50 transparentes Sonnenspray gekauft. Das ist wasserfest, kann man jetzt natürlich super gut gebrauchen. Gerade so für Radtouren, wenn man lange unterwegs ist in der Sonne und man trägt ein paar kürzere Sachen. Habe ich gedacht, brauche ich das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn es schön schnell einzieht, nicht fettet, hört sich erstmal gut an. Dann habe ich eine neue Tuchmaske von Garnier. Eine Vitamin C Tuchmaske, die Feuchtigkeit spenden soll und den optimalen Glow bietet. Die muss ich noch ausprobieren. Die habe ich jetzt nicht vorher probiert. Die ist noch ungeöffnet. Da freue ich mich drüber. Dann habe ich neues Trockenshampoo. Denn ihr wisst ja, ich bin absoluter Trockenshampoo-Junkie. Also wirklich. Und ich habe den Eindruck, mit diesem Trockenshampoo hält es wirklich länger. Das habe ich nämlich tatsächlich schon probiert. Sorry. Trockenshampoo muss ich immer sofort probieren. Und zwar ist das relativ neu. Batiste Naturally, ein pflanzenbasiertes Trockenshampoo. Hier steht drauf, es hat keine weißen Rückstände. Das stimmt nicht. Weißer Rückstand ist da. Finde ich aber gut, weil dann wirkt es. Einfach mit einem Handtuch frottieren und auskämmen, dann sieht man nichts mehr. Wenn ihr jetzt natürlich schwarze Haare habt, kann es sein, dass da vielleicht doch noch was zurückbleibt. Weiß ich nicht. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Ich denke, blond vergibt da sehr viel. Und das riecht total geil. Wirklich richtig frisch. Also ich würde sagen, das hat den besten Geruch, den ich jemals hatte bei Batiste. Und ich habe schon alle durch. Ja, das riecht so frisch. Das riecht richtig, richtig gut. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich glaube, ich werde mir da auch noch andere Duftnoten holen. Dann habe ich mir eins nachgekauft, was alle waren. Mag ich total, dieses Übernacht-Trockenshampoo. Das riecht auch gut. Es riecht allerdings sehr extrem. Und ihr riecht das auch, wenn ihr im Bett liegt. Also das muss man mögen, aber der Geruch ist angenehm. Ich mache das immer, wenn ich wie heute mir die Haare gewaschen habe und eine Frisur drin habe. Sprühe ich mir das einfach in die Ansätze rein. Also dann heute Abend. Mache mir einen Zopf. Und dann habe ich am nächsten Tag auf jeden Fall nochmal was von der Frisur. Und das funktioniert für mich perfekt. Und das mache ich immer. Direkt am ersten Tag, wo die gewaschen sind, dann für den nächsten Tag, dass es einfach funktioniert. Aber ich würde es nicht auf den feuchten Ansatz oder so auftragen, wie das manche sagen. Das finde ich ein bisschen fies. Sondern ich will die Frisur schon so ganz normal den Tag erleben. Und dann am Abend mache ich mir das rein über Nacht. Habe ich jetzt schon einmal leer gemacht. Finde ich richtig genial. So, und dann habe ich mir noch ein drittes gekauft. Das muss ich noch weiter ausprobieren. Hat mich auf den ersten Eindruck nicht so ganz gecatcht. Und zwar von Wella. Das 10 in 1 Trockenshampoo Sinnliche Rose. Habe ich auch schon mal kurz einmal probiert. Hat mich aber nicht so geflasht wie das von Batiste. Also ich hatte den Eindruck, dass das eine wesentlich bessere Wirkung hat. Und deswegen, das muss ich nochmal ein bisschen weiter austesten, wie ich das finde. So, dann habe ich mir ein Haarparfüm gekauft. Sowas habe ich noch nie gehabt. Von Nihan. Und zwar das Elixir Absolu. Ein Haarparfüm für duftendes und gepflegtes Haar. Kennt ihr das schon? Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Dachte, wir testen das jetzt mal zusammen. No risk, no fun, würde ich sagen. Vielleicht mal erstmal auf dem Tuch, oder? Sicher ist sicher. Oh, das riecht super geil. Super geil. Super geil. Das riecht irgendwie nach einem ganz bekannten Duft, habe ich den Eindruck. Sehr gut. Also das kann ich mir direkt aufsprühen. Ich würde jetzt nicht zu viel machen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nicht schlecht ist für die Haare. Vor allen Dingen ist da bestimmt nicht so viel Alkohol drin, ne? Doch, Alkoholdenat. Was ist denn dann der Vorteil von dem Haarparfum? Ich dachte, dass das eher nicht so viel Alkohol enthält, dass es eher ein bisschen vorteilhafter für die Haare ist. Wenn ihr euch damit auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das ausprobiert habt. Mal gucken, vielleicht hält es auch ziemlich lange. Also der Duft ist sehr, 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 sehr angenehm. Erinnert mich an irgendein ganz bekanntes Designerparfum. Elixir Absolu von Nihan. Ich glaube, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Und daher kommt das. Okay. Ah, jetzt sehe ich hier gerade, ich habe mich mit einer Sache doch vertan. Ich habe ja eben gesagt, jetzt kommen die Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Stimmt aber nicht. Ich habe hier etwas, das habe ich auch schon ausprobiert. Und das ist mega cool. Und zwar habe ich von Manhattan den Sofortbräuner Schimmer. Das ist so ein Wash-Off wie ein Make-up. Also das ist wirklich wie Make-up, muss man echt sagen. Und ich habe das in Medium und in Light gekauft. Ich habe jetzt Light schon ausprobiert. Das ist aber so dunkel, dass ich gar nicht weiß, ob ich Medium überhaupt ausprobieren werde. Das werde ich vielleicht demnächst mal in dem Video euch mal richtig zeigen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, in dem Video, wo ich Armed Angels Shorts trage, da habe ich auf den Beinen dieses Zeug drauf, weil ich mir einfach gedacht habe, meine Beine sind so weiß und ich würde gerne, wenn ich Shorts präsentiere, ein bisschen bräunere Beine haben. Und was soll ich denn sagen? Das ist der absolute Kracher, ey. Das ist so dunkel. Ich blende euch mal ein, wie meine Hände nach dem Auftrag aussahen, weil das habe ich fotografiert, weil das wirklich krass ist. Deswegen will ich es euch jetzt auch nicht zeigen. Also das ist heftig und hier steht, es hält 24 Stunden und das stimmt auch, denn es war abends so spät, dass ich vergessen habe zu duschen und es mir abzuwaschen. Und ich habe weiße Bettwäsche und man hat da gar nichts gesehen. Also das hat nicht abgefärbt. Das ist ja echt eigentlich jetzt schon mal cool zu wissen. Deswegen war es jetzt gar nicht so schlimm, dass ich das gemacht habe. Und am nächsten Tag habe ich natürlich ganz normal geduscht. Mit normal duschen, mit Duschgel geht es nicht so gut ab. Ich habe einen Waschlappen genommen, dann ging das. Und an den Händen habe ich es fast gar nicht abbekommen. Auch nicht mit Priel oder was auch immer, sondern ich hatte mir dann Natron in die Hände gegeben und so verteilt. Und dann habe ich es abbekommen. Also für den Tipp für euch, wenn ihr das verwendet habt, wascht euch danach wirklich intensiv die Hände. Nehmt vielleicht Natron, das hält auf jeden Fall so ein bisschen auf und damit ging es auch sofort ab. Oder nehmt einen Waschlappen und macht es relativ schnell, damit das nicht so auf den Händen bleibt, weil das ist wirklich extrem von der Farbe. Aber es ist streifenfrei, nur ganz kurzfristig. Ihr könnt es wieder abwaschen. Wenn ihr keine Lust auf Selbstbräuner habt, wäre das zum Beispiel auch eine Option, um einen Tag mal gebräunt auszuschauen und es dann wieder abzuwaschen. Die Bräune ist allerdings sehr intensiv, ne? Also sehr geil, auch mit Schimmer mit dabei. Für die Beine ist das mega. Und ich werde das auf jeden Fall demnächst in Videos auch noch ausprobieren. Nur ich muss ehrlich sagen, da dieser Selbstbräuner von Beauty Mates jetzt so gut funktioniert hat, habe ich es jetzt nicht für nötig empfunden, dass ich mir das jetzt auch noch aufs Dekolleté schmiere, weil das brauche ich nicht so extrem abwaschen. Das hier, da müsst ihr schon an euch schrubben, ne? Aber mal für ein Event oder für ein paar Bilder ist das auch eine gute Sache, ne? Aber es ist ein bisschen mehr Aufwand, sage ich mal. Und es ist halt nicht permanent oder auch nicht mal für 3, 4 Tage, sondern wirklich nur für einen Tag, ne? Aber wenn ihr auf sowas Bock habt, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Es hat funktioniert. Streifenfrei. Ich werde es bestimmt im Sommer auch noch für Videos nehmen. So, als nächstes Produkt kommen wir jetzt aber zu den Sachen, die ich wirklich noch nicht verwendet habe. Habe ich den Plump and Fresh Primer von Catrice gekauft. Der wurde mir auch empfohlen von euch. Den werde ich demnächst mal austesten. Dann habe ich mir noch zwei Augenpatches gekauft von Essence, und zwar die Hydrogel Eye Patches. Einmal mit 24 Stunden Hydration und einmal mit Wacheffekt. Ich liebe ja Augenpatches, deswegen dachte ich, ach, probiere ich die einfach mal aus. Dann habe ich mir eine Fußmaske gekauft mit Meeressalz, Shea-Butter, Urea und Panthenol. Fand ich auch spannend von Essence. Werde ich auch testen. Und dann durfte auch noch die Koffein-Augengel-Pads mit von Schebens. Da hatte ich ja schon ein paar von gekauft. Das waren allerdings andere, die ich gekauft habe. Ich fand die alle ziemlich gut, außer dass sie mir so ein bisschen runtergerutscht haben. Man muss ein bisschen warten, bis die halten. Und die werde ich auf jeden Fall auch sehr gerne nochmal ausprobieren. Einfach so für das Gefühl. Finde ich einfach nicht schlecht, so ein paar Augenpatches. Dann habe ich mir noch ein Augenbrauenpuder besorgt. Auch sowas mag ich total gerne. Das könnte auch genau mein Farbton sein, hier in diesem hellgrau und braun.
Dann habe ich mir zusätzlich noch von L'Oreal einen cremigen Lidschatten mitgenommen. Den hätte ich jetzt fast übersehen, und zwar in der Farbe Opal Pink. Den habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Der ist noch ungeöffnet. Ich mache den gerade mal auf und zeige ihn euch. So schaut der aus. Ich finde, das ist eine super schöne Farbe. Den könnte ich wahrscheinlich auch sehr, sehr gut als Base für diese Lidschattenpalette nehmen. Man muss nur bedenken, der kostet genauso viel wie so eine Palette. Aber manchmal ist ja auch so ein One-and-Done-Eyeshadow-Look ganz cool, wo man sich einfach nur so einen Lidschatten aufträgt und ausblendet und fertig. Aber ich glaube, mit diesen Farben würde der sehr gut harmonieren. Ne? Also da freue ich mich schon drauf. Den werde ich demnächst dann mal ausprobieren. Zusätzlich habe ich mir noch ein Lippenprodukt eingepackt. Als ob es nicht schon genug wäre. Aber ich war ja zweimal im DM, deswegen seht ihr jetzt diesen XXL-Haul. Und zwar von der Drunken Diamonds Plumping Linie ein Lip Balm. Und den werde ich mir jetzt auch mal auftragen. Wow, das sieht ja geil aus. Das ist ja der Hammer. Das ist so richtig glitzerig. Das sieht voll High-End-mäßig aus. Schaut mal bitte, wie das funkelt. Also das ist ja der Oberkracher. Riecht das nach was? Ja, ein bisschen. Wow, das sieht so schön aus. Das will man gar nicht benutzen. So schön ist das. Also diese Optik ist der Oberkracher, ne? Ich werde es jetzt aber verwenden, weil ich jetzt Interesse habe. Dann tragen wir das doch mal auf, ne? Oh, das ist ja wunderschön. Das hat so einen ganz leichten Peachy Tone. Riecht auf jeden Fall nach was. Oh ja, also das ist sehr, sehr schön. Also die Lippenprodukte von Catrice sind der Hammer, muss ich echt sagen. Richtig, richtig cool. Das hat wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Wow, das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. Gefällt mir wirklich um Welten besser als dieser Lipgloss. Also ich glaube, dieser Lipgloss, der war für mich jetzt so ein kleiner Fail, einfach durch diese Pigmente da drin, die so ein bisschen, ja, die man auf den Lippen spürt. Und das ist jetzt hier so ganz, ganz smooth. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt da drauf zum Beispiel auch noch diesen Gloss auftragen könnte. Und das gefällt mir sehr. Also der ist richtig schön. Den werde ich auf jeden Fall weiter auch verwenden. Das finde ich richtig cool. So, und dann haben wir zu guter Letzt jetzt tatsächlich noch ein Produkt. Das habe ich ausprobiert und muss es mir sofort wieder abwaschen. Eine absolute Vollkatastrophe. Hätte ich eigentlich mal am Anfang direkt mal zeigen sollen. Aber gut, für diejenigen, die jetzt bis zum Ende dranbleiben, die werden jetzt vor einem Kauf bewahrt. Und zwar die Magic All-in-One Face Cream von Essence. Das soll einen ganz leichten Tint geben. Skin Tone Adapting Sheer Coverage Hydration Perfecting Tint Blurring Effekt. Hat mich irgendwie so von den Claims, was es soll, was es kann, was es bringen soll, ein bisschen an diesen Tint von Estee Lauder erinnert. Und auch von der Optik, wenn es rauskommt, denkt man, es könnte so etwas in der Art sein. Weil dieses Teil von Estee Lauder sieht auch erstmal weiß aus und hat dann Pigmente drin. Das war letztens in der My Little Box. Richtig genial, ist nämlich mein Lieblingsprodukt. Nur das hier hat damit leider gar nichts zu tun. Das sieht so katastrophal aus auf der Haut, dass ich es wieder abmachen musste, weil es wirklich furchtbar war. Ich zeige euch mal, es verschmilzt dann so ein bisschen mit eurem Hautton, also es wird so ein bisschen hautfarben, aber die Konsistenz ist furchtbar, furchtbar, richtig streifig. Das seht ihr schon auf der Hand, dass es sich nicht so richtig einarbeiten lässt. Es ist so streifig. Und was auch noch ist, es ist keine Deckkraft wirklich da. Es betont alles auf der Haut. Es pellt sich ab, wenn ihr unten drunter Sonnencreme habt oder so, pellt sich das alles extrem. Ich habe heute auch Sonnencreme drunter, ganz normal, Lichtschutzfaktor 50, zweimal aufgetragen, volles Programm und sehe aus, als ob ich aus dem Urlaub komme. Also es muss nicht so sein. Das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Ihr seht jetzt, hier ist auch gar kein Tint. Überhaupt nicht. 0,0. Also ich habe den Effekt nicht gesehen. Es sieht einfach nur aus, als ob ein Produkt aufliegt, was eure Haut unschön ausschauen lässt. Ohne, dass es Deckkraft gibt, ohne, dass es Farbe gibt. Für mich unnötig, muss ich wirklich sagen. Deswegen, das würde ich gerne zurückgeben eigentlich, weil es mir wirklich gar nicht gefällt und ich es einfach überhaupt nicht verwenden kann. Und ich glaube aber, es ist jetzt schon zu spät, um es zurückzugeben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das geht mit geöffneten Produkten. Ich habe das eigentlich noch nicht gemacht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das ist wirklich hart. Es betont wirklich jegliches Fältchen in der Haut. Also ganz, ganz schlimm sieht das aus. Spart euch das Geld lieber. Nehmt lieber das hier. Ist wirklich echt richtig gut. Oder auch die anderen Sachen von Catrice sind zum Beispiel mega nice. Die haben mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, mein Video war ein bisschen hilfreich für euch. Hat euch ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Vielleicht ein bisschen inspiriert, mal was Neues auszuprobieren. Ich mag sehr gerne Drogeriemarken. Ich mag aber auch High-End. Ich liebe schöne Verpackungen. Hier habe ich eine tolle Auswahl gefunden, die mir richtig gut gefällt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen inspirieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Wie gesagt, nehmt gerne an meiner Verlosung teil und ihr könnt eine Glossybox Muttertagsbox gewinnen. Ist ja wurscht, wenn Muttertag jetzt schon vorbei ist. Ihr habt einfach eine tolle Pflegebox, womit, glaube ich, ganz viele Frauen was anfangen können. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut in die Infobox für alle weiteren Informationen. Auch zu diesem Selbstbräuner von Beauty Mates kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und schaut euch auch gerne meine letzten Drogerie-Make-up-Tutorials, Hauls an. Die verlinke ich euch einfach mal hier. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.